Bitte Nummer 57, Theo Achilles. Bitte Nummer 19, Tote Paulus Kürt. Bitte Nummer 22, Laurens Erb. Bitte Nummer 29, Vincent Pistemann. Bitte Nummer 11, der Kapitän Tim Lachmann. Bitte Nummer 21, Bitte Nummer 31, Michael Schuhhoff. Bitte Nummer 30, Niklas Zierich. Bitte Nummer 35, Kaspar von Felsen-Zerbeck. Und Bitte Nummer 7, Jonas Weidemann. Bitte Nummer 1, Susanne Winterberg. Bitte Nummer 40, Christian Franz. Bitte Nummer 4, Aaron Löcker. Bitte Nummer 75, Jonathan Grieg. Bitte Nummer 10, Raphael Kochmann. Bitte Nummer 22, Tim Halber. Nummer 77, Liam Holdermann. Lennart Hügel mit der Nummer 21. Und Kirchstein mit der Nummer 6. Der Nummer 32, Lennart Löhr. Der Kapitän Nika Schmidt mit der Nummer 17. Florian Baraslovic und Fabian Jürgen. Liebe Hockeyfreunde, der Landrat Henrik Reichert ist schon kurz angekündigt. Ich glaube, leider zurzeit nicht nur erfreuliche Ereignisse weltweit. Ich vergebe deshalb das Wort an Johanna Kossel, Spielerin der Mannschaft des SV Dresden. Ja, hallo, liebe Hockeyfreunde. Hockey ist natürlich ein Sport, wo die als Team zusammensteht und uns gegenseitig unterstützt. Er verbindet uns alle mit dem Tag. Lasst uns dieses tolle Gefühl nutzen, um die Menschen zu unterstützen, die dringend Halt, Mut, Willensstärke und Zusammenhalt brauchen. Seit dem 24. Februar tut uns Krieg in der Ukraine. Jeder Tag der Planet fordert dieser Sinnloskrieg neue Opfer. Leid, Zerstörung, Elend, Flucht und Tod von 100.000 Ukrainern und Russen. Danke für die Unterstützung, die diese Menschen in diesen dunklen Tagen erhalten. Lasst uns nun kurz innehalten und diese Menschen gedenken. Danke. Vielen Dank und ja, und noch Thank you.
der deutschen Meisterschaft der männlichen U18 in Machern beim SV Tresenwald. Das Finale steht an. Es spielt der UHC Hamburg gegen den Berliner HC. Ja, das letzte Spiel, auch gleichzeitig das erste Spiel der deutschen Meisterschaft. Die beiden gestern früh 39 im Gruppenspiel der Gruppe A bereits aufeinander getroffen. Der Endstand dort 4:4. Verspricht definitiv ein spannendes Finale. Hamburg hier noch im Kreis, machen sich noch mal heiß auf das Spiel. Beide Teams wollen gewinnen, den blauen Wimpel mit nach Hause nehmen. BRC schon bereit. Ja, wir freuen uns, wir bedanken uns jetzt schon mal bei allen Zuschauern, die uns hier zu der deutschen Meisterschaft unterstützt haben. Wir sind aktuell im Livestream über 1000 Zuschauer. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Und ich hoffe, ihr habt alle Bock auf ein geiles Finale. Gestern war es schon spannend im Spiel, 4:4. Ihr könnt ja gerne alle mal einen Tipp da lassen. Nochmal das Abklatschen zwischen Michael Struthoff und Liam Holdermann. Der UHC Hamburg beginnt, UHC in hellblau, der Berliner HC in rot. Die Torhüter sind bereit, nochmal das Abklatschen mit den Schiedsrichtern. Schiedsrichter bereit und los geht's! Die Stimmung ist super auf der Tribüne. Heute haben wir einen riesen Fanblock mit. Kirchen im Aufbau. Mika Schmidt, der Kapitän, der ist in der Verteidigung. Hamburg stellt da gleich zu gut. Machen direkt Druck und gehen drauf. Und Berlin kann sich nach vorne kämpfen. Jetzt der lange Ball der Berliner, um Sicherheit reinzubringen. Hamburg jetzt mit Kapitän Lachmann, Schmidt, mit Lauski und Struthoff im Aufbau. Ja, Schmidt spielt da gut hinten raus. Und der Pfiff für Berlin. Ja, Liam Holdermann ist im Kreis. Der erste Torschussversuch und die erste Strafecke im Finale. Ausgeholt von Liam Holdermann. Steht noch ein bisschen Diskussionsbedarf zwischen Hamburg und dem Schiedsrichter. Scheinbar das gefährliche Spiel der Hamburger. Herzsprung vom... Ja, Herzsprung mit der Rausgabe. Ja, Schiedsrichter entscheidet auf runde Seite. Reichter König Hamburger.
Hamburg jetzt im Dreieraufbau. Nach Manu Struthoff in der Abwehr beim UHC. Macht er direkt Druck. Schmidt läuft da gut an. Spielt den Ball hinten raus auf Tierstein. Und der lange Ball der Berliner kommt beim Hamburger an. Genau so, ja, wie auf der Gegenseite eben. Der lange Ball kommt an im Kreis. Ja, die Berliner mit dem Versuch. Schmidt ist am Ball. Schmidt versucht. Bleibt dann Claudius Bühr auf dem Tor hinter der vom UHC Hamburg hängen. Ja, Strute versucht es da gut zu klären. Für den UHC Hamburg. Wir haben jetzt bei beiden Mannschaften schon einen sehr koordinierten Aufbau jeweils gesehen. Niemand überstürzt hier irgendwas, denn jeder Fehler kann natürlich bestraft werden. In diesem Finale sehr, sehr schlecht. Ja, Struthoff verfehlt einen Ball. Berlin weiter im Angriff. Die Chance wäre da gewesen für die Berliner. Der UHC jetzt komplett hinten mit allen Männern. Ja, da die runde Seite von Oldermann. UHC ist mit Achilles und Schmidt Dittlauf ist im Aufbau. Da der lange Ball von Theo Achilles. Der Querball, sehr gut gespielt. Und da die Strafecke. Ja, Bürk wird den Ball dort hoch ab. Folgerichtig die Strafecke für den Berliner HC. Jonathan Grieb mit der Rausgabe. Michael Struthoff zu früh rausgelaufen. Das kann später auch ein psychisches Mittel werden. Ja, aber also doch, der Torhüter zuerst, deswegen kann sich der UHC einen Spieler raussuchen. Torwart.
Ja, Finn Halbach dort mit dem Schuss. Bleibt der Claudius Bürg dem UAC-Tor wieder hängen. Gibt lange Ecke für den BHC. Berliner fordert an die Ecke, Schiedsrichter sagt weiterspielen. Scheinbar noch ein UAC-Spieler dran gewesen, gibt lange Ecke für BLC. Ja, Holdermann nach Fass mit dem Stecher. Claudius Bürg gut aufgepasst. Jetzt mal wieder ein Hamburger Aufbauspiel. Spielen da den langen Ball, der auch ankommt. Aber dann doch wieder Abschlag für den BHC. Ja, UAC steht da sehr. Finn Halbach versucht es alleine. Gut geklärt vom Hamburger Kapitän Tim Lachmann. Ja, er versucht es mit dem langen Ball, kommt aber nicht hinterher. Hamburg sucht die Lücke. Ja, spielen wieder hinten raus, gehen in den Dreieraufbau. Ja, und da kommt der Ball an. Kein Hamburger Spieler im Kreis, der den Ball verwerten kann. Sehr gut abgefangen. Bitte Laukies. Das ist das 1:0 für den UAC Hamburg. Torschütze mit der Nummer 12, Tom Schmidt mit Laukies. Das hätte man jetzt gar nicht so wirklich gedacht, weil ja, eigentlich Berlin war ganz schön am Drücker. Ja, bitte Laukies winkt den Ball gut ab im Mittelfeld. Läuft die Hundekurve. Macht vom Kreisrand. Guter Torschuss. Bisschen Pech für den Berliner Torhüter. Kommt fast an den Ball. Verfehlt ihr den Ball.
wir nochmal hinten raus. Gut abgefangen wird von Herzsprung im Kreis. Und BHC wieder im Angriff. Thieldorf mit dem Torschussversuch. Gut gehalten von Bendix Denkmann. Die letzte Minute der ersten Halbzeit ist angebrochen. Und seit es 1-0 gefallen ist, ist jetzt Hamburg auch öfter im Angriff zu sehen. Ja, das war's mit der ersten Halbzeit. Spannendes Finale, nicht von dem 1-0 für UHC täuschen lassen. Beide Mannschaften spielen das wahnsinnig gut, haben viele Torchancen. Und wir bleiben gespannt für die zweite Halbzeit. Wir melden uns dann pünktlich zur zweiten Halbzeit zurück. Ja, wir melden uns zurück zur zweiten Halbzeit des Finales. UHC Hamburg gegen Berliner HC. Wir lassen euch da mal kurz die Fans hier genießen im Hintergrund. Jetzt werden die Fans ruhig, dann müssen wir weiter erzählen. Ja, jetzt hört zu, wie die Fans freuen, ihre beiden Mannschaften anstürmen, anfeuern. So, jetzt der BHC mit dem Anstoß. Von rechts nach links in Rot, UHC in Hellblau. Ja, jetzt geht's um alles, um den blauen Wimpel. UHC führt immer noch 1-0. Auf geht's in die letzten 15 Minuten. Schmidt und Frank hier im Aufbau beim BHC. Guter Versuch hier. Ja, jetzt den Freischlag im Kreis für den UHC. Ja, gut gesehen dort vom Hamburger. Ich hab's den ersten Torschuss. Sehr stark gehalten von Bendix Denkmann. Ja, spielen hinten raus. Schöner Doppelpass da von Berlin. Ja, die Chance für den BHC. Scheitern aber gegen den 5 gegen sich jetzt Hamburg. Sind Masken gut. Starker Torschuss von Michael Struthoff. Wird vom Torhüter abgewehrt. Leider konnte ich jetzt gar nicht sehen, was passiert ist. Ich glaube, er hat den Schläger abbekommen. Oder? Ich glaube, er hat den Schläger von Michael Struthoff da abbekommen. Kapitän Mika Schmidt. Ja, wir hoffen, es ist nichts Schlimmeres passiert. Dass er gleich wieder aufstehen kann.
Ja, geht mit Bulli weiter. Ja, die Hamburger werden hier rüberspielen. Wie nimmt's aus? Geht weiter mit Abschlag für BHC. Wir hoffen, dass bei Mika Schmidt alles in Ordnung ist. Abgefangen, legt ihn quer. Und der Torschuss von Weidemüller, sehr stark pariert von Benny Kling an den Berliner Torhüter. Ja, das Spiel kommt dann nicht ganz an den Ball. Bauen uns neu auf, BHC. Freistag für die Hamburger.
die kurze Ermahnung vom Schiedsrichter für die Berliner Bahn. Laukis, der Torschütze des 1:0. War auch wichtig, dass er den abgefangen hat. Ich denke, sonst wäre er wahrscheinlich reingegangen. Sonst wäre es gefährlich geworden. Zweiten Halbzeit ist um. Hamburg führt immer noch mit 1:0. Berlin auf dem Kreis. Jetzt die Hamburg immer wieder mit dem Angriff. Sehr stark pariert von Beckmann. Kiel da mit dem Torschussversuch. Den Berlinern hochgespielt, aber den Schläger des von Schmidt-Dittlaus Kies. Hamburg jetzt in der Torchance. Ja, und der Pfiff für die Berliner. Ja, wer hat sie wechselt? Raus, hier stand rein. Und jetzt auf, jetzt sie mit Schmidt und Frank. Oh, stark abgefangen. Hier mit dem Torschuss, gut pariert von Denkmann. Sehr schnell ausgeführt. Berlin jetzt vor dem Tor. Aber konnte aufgehalten werden. Ja, jetzt gibt es die grüne Karte. Liam Holdermann. Ja, geht doch nur in den Hamburger Mann rein. Schubst oder ein bisschen. Grüne Karte durchaus berechtigt. BRC jetzt eine Minute und Unterzahl. Ja, Holdermann der Sicht hier enttäuscht über seine grüne Karte. Haben wir jetzt mit dem Versuch, den Ball nicht ganz.
Die HC spielt hinten raus. Ja, sehr gut gemacht von Nico Kirstein, sucht er den Fuß. Die HC ist natürlich versucht, es ruhig zu machen, so wenig wie möglich um Unterzahl zu spielen zu müssen. Und es sind nur noch 4 Minuten auf der Uhr. Es wird eng für Berlin. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit. Ja, und Berlin wieder vollzählig. Ja, wird spannend. Freistag im Kreis für Berlin. Julian, was passiert denn, wenn es jetzt ein Unentschieden geben würde? Wenn es unentschieden steht, am Ende gibt es ein Shootout. Da wäre durchaus denkbar, dass sie auf Shootout hinausläuft. Berlin macht das gut. Mal schauen, was Hamburg jetzt macht. Schon wieder beim BRC im Kreis. Ich habe jetzt nicht gesehen, was da passiert ist. Ja, da gab es eine kleine Kollision mit dem Kopf. UHC-Kapitän Tim Lachmann ist ein bisschen mit dem Torhüter. Mit dem Torhüter kollidiert. Ja, wird auch gleich behandelt. Scheint auch zu bluten. Aber steht wieder. Gibt den Applaus der Zuschauer. Weiter geht's, 2 Minuten 45 noch zu spielen. Hamburg stark in der Abwehr. Ja, gut abgefangen hier von Christian Franz den Ball. Für die Hamburger. Die natürlich jetzt die Zeit für sich spielen lassen. Ja, damit der Chance. Aber dennoch, vorm Tor. Ja, Freitag für die Berliner. Ja, Schiedsrichter pfeift nochmal kurz rein. Ja, weiter geht's. Zeit nicht angehalten. Neumann mit der Rückhand, versucht's mit der Rückhand. Stark gehalten von Claudius Björk. Ja, die letzten Minuten, die letzte Minute läuft. Ja, Hamburg macht es ruhig. Wir werden vom Schiedsrichter ermahnt, dass sie schnell spielen sollen. Da ist noch alles drin. Berlin jetzt am Ball. Versucht, den durchzustecken. Ja, lange Hände für BRC.
Er hat den Zeitstopp. Die Zeit nochmal angehalten. Ja, Jonathan Griem da kurz am Boden, steht schon wieder, kann weiterspielen. Schiedsrichter beraten sich nochmal. Wie es jetzt weitergeht. Sieht aus, als würde es mit Bulli weitergehen. Noch 16, 17 Sekunden zu spielen. Ja, Hamburg lässt den Ball ins Ausgehen. Noch 10 Sekunden. Bringen die Hamburger, lassen die Zeit jetzt runterlaufen. Vielleicht nochmal einen schnellen Ball nach vorn. Das ist das Grundland natürlich bei den Berlinern. Da gab es jetzt noch hitzige Diskussionen mit dem Schiedsrichter seitens der Berliner. Es war nur Zeit auf der Uhr. Kann man jetzt im Finale entscheiden? Es war nur Zeit auf der Uhr. Die komplette Finale. Mein Gott. Ja, weiterhin die Diskussion hier mit den Schiedsrichtern. Schiedsrichter lassen. Ich will nicht reden hier. Ja, das war das Finale, starkes Finale von beiden Teams. Wir gratulieren, wie auch schon 2018 bei der männlichen Jugend A, damals noch, jetzt männlich U18, wieder dem UHC Hamburg zum Titelgewinn, zum deutschen Meister. Packendes Spiel, packendes Finale, definitiv final würde ich das Spiel. Auch Gratulation an den BHC zum zweiten Platz. Starkes Spiel. Auf jeden Spiel. Fall. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass es keine weiteren und schlimmeren Verletzungen gibt. Definitiv. Also bei denen, die es jetzt leider getroffen hatte. Wir haben vorhin einen etwas härteren Schuss gegen das Gesicht gesehen. Wir wünschen natürlich allen Teams alles Gute und bedanken uns natürlich für die fairen Spiele, die wir gesehen haben. Ja, vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Machern vom SV Tresenwald. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen oder Wiederhören. Macht's gut.